Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich bin zurück. Oh Mann, was für ein Wochenende. Konnte jetzt leider die letzten Freitag, Samstag, Sonntag, 3 Tage kein Video hochladen. Ich musste gezwungenermaßen eine Pause machen, weil ich habe dieses Kabel hier zu Hause vergessen. Das ist das Kabel für die Kamera, damit ich die Videos auf meinen Laptop überziehen kann und damit ich die Kamera überhaupt aufladen kann. Schade. Aber wer mir auf Instagram, Facebook, Twitter folgt, der weiß, wobei Twitter nicht unbedingt, aber Facebook und Instagram, ihr könnt mir da übrigens folgen, würde mich sehr freuen. Der weiß, dieses Wochenende war ich in Hannover beim Pixel Cup, Pixel Pokal. Hab da vorbeigeschaut und dann mir einfach ein schönes Wochenende gemacht mit meiner Freundin. Und wie gesagt, das hättet ihr auch direkt am Samstag, Sonntag gesehen, wenn ich das Kabel nicht vergessen hätte. Aber das Video kommt dann eben jetzt halt erst. Besser spät als nie. Ich hatte eine lustige Zeit, war lustig auf jeden Fall. Ich habe hier diese coole Jacke gewonnen. Muss ich euch gleich mal zeigen. Ich habe dafür auch schon Komplimente bekommen. Street Fighter. Auf jeden Fall, ja, am Wochenende, es lief ja das Yokohama Event, das GoFest mit den erhöhten Spawns. Pikachu-technisch habe ich nur sehr wenig abbekommen. Kein Shiny, kein Pichu mit Hut, irgendwas. Aber ein 96er Meisterdetektiv Pikachu habe ich heute gefangen. Das war so das Beste, das Highlight von den ganzen Pikachu. Und ich habe zu jedem Pikachu, abgesehen vom Ash Cap Pikachu, das habe ich vergessen, da habe ich zu jedem ein besonderes Bild gemacht. Also wie gesagt, folgt mir auf Instagram oder Facebook. Abgesehen davon waren natürlich eine Menge Sachen erhöht. Eine Menge Sachen, die ich noch in Shiny gebraucht hatte. Habe ich neue Shiny bekommen? Ja. Eins. Ein Libiscus blende ich hier ein. Ansonsten leider kein Kopsel, leider kein Wal mehr. Leider kein Taubsi, leider kein Driftlon, den hätte ich echt gerne gehabt. Leider kein, irgendeiner fehlt noch, ich weiß gar nicht welcher. Aber irgendwas fehlt noch auf jeden Fall, aber immerhin eine Biskus und noch ein Shiny Rayquaza. Rayquaza Nummer 2, das schauen wir uns jetzt nochmal an. So, ein Rayquaza nehmen wir noch mit, Leute, nach dem Abendessen. Schauen wir mal, ob wir hier noch Glück haben können. Ansonsten ist heute nicht viel passiert. Ihr seht, das Wetter ist jetzt nicht so toll. Ich habe versucht, ein paar Shinies zu fangen, aber ich hatte kein Glück. Vielleicht heute Abend nochmal, so wie gestern, kurz vor 24 Uhr. Weil normalerweise in letzter Zeit immer ein Shiny pro Tag. Aber mit dem Event ist echt mau bei mir. Leider zu mau. Schreibt mal in den Kommentaren, wie es bei euch so läuft. Wir versuchen uns jetzt noch ein Shiny Rayquaza zu gönnen. Und wenn ihr das Video hier seht, nee, ich versuche das heute noch rauszuhauen. Ich bin morgen in Hannover beim Pixel Cup. Da hat mich der Kollege Amar eingeladen. Da schaue ich vorbei. Dachte ich mir, mache ich ein chilliges Wochenende hier. Also schaut vorbei, falls ihr in Hannover seid, aus Hannover kommt. Sonntag bin ich auch noch da, aber da fahre ich irgendwann mittags wieder zurück. Also Sonntag könnt ihr mich, glaube ich, dann nicht mehr treffen. Also schaut am Samstag beim Pixel Cup vorbei. Wo auch immer der sein wird, muss ich selber noch schauen. Digga, ich will gar keinen Schein, ich will nur einen 100er. Ich zeige euch gleich mal meine Drachen. Da muss der 100er kommen. Ich habe gesagt, ich will keinen Shiny. Ich nehme das zurück. Ich habe einen Shiny, ja. Immerhin wenigstens noch ein Shiny bei Quasar. Die Rage-Stunde war ja nicht so erfolgreich. Heftig, echt heftig, aber nicht so erfolgreich. Könnt ihr gerne auch nochmal abchecken. Das war das letzte Video, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, sozusagen. Und das letzte Pokémon, das mir vorher nicht eingefallen ist, war Sneebel. Den hätte ich auch noch gerne Shiny gehabt, aber leider nicht bekommen. Aber Sneebel-Nest-Pokémon, wenn ich Glück habe, demnächst ein Sneebel-Nest. In München zurzeit ein fettes, krasses Hypponest, habe ich gesehen, gehört. Und zwar Englischer Garten, da waren wir schon oft. Das ist ziemlich groß, ziemlich gut. Und da soll diese Nest-Rotation Hippo sein. Werde ich auf jeden Fall. Jetzt nicht, weil jetzt ist Stopp-Bonus, aber nach dem Stopp-Bonus werde ich da auf jeden Fall vorbeischauen. Andere Sache, blende ich hier gleich ein. Ein Videoclip, ein Rap-Song, was auch immer. Ich habe jetzt ein paar Nachrichten bekommen, hey Hong, gönn dir mal diesen Song. Weil da wurde Pokémon Go kurz erwähnt. Und wir sind natürlich Pokémon Go-Experten. Und der Kollege selbst vom Song hat mir auch geschrieben, hey Hong, ich habe da eine Pokémon Go-Line, gönn dir mal. Habe ich getan, Problem. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat oder gerappt hat. Deswegen blende ich das hier mal ein. Falls ihr verstanden habt, was er gesagt hat, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wir hören uns jetzt den Song. Ich bin der King, doch die verlogenen Host.
ordnen sich Lorbeeren zu, so wie bei Pokémon Go. Und? Habt ihr es erraten? Habt ihr es gehört? Wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Dann zeige ich euch jetzt mal Hannover. Ich habe das Ganze mit meinem Zweithandy aufgenommen, weil, wie gesagt, Kabel zu Hause vergessen. Ich konnte meine Kamera nicht laden. Also musste ich mein Zweithandy nehmen. Ihr habt noch keine Ahnung, wie die Aufnahmen geworden sind. Das sehe ich jetzt dann gleich beim Schneiden. Ich hoffe, irgendwas ist dabei, was ich verwerten kann. Grüße gehen raus an Amar. Aber ich zeige euch erstmal die ganze Szene und dann reden wir noch ein bisschen darüber und dann muss ich auch schon wieder weiter. Viel Spaß in Hannover. Pixelpokal. Deswegen sind wir hier, Leute. Geh mal rein. Ich hoffe, der Akku hält noch eine Weile. Wir sind gerade im Retro-Raum. Ich hoffe, ihr hört mich. Hier ist echt jede Konsole drin. Vielleicht checke ich später noch ein paar Konsolen ab. Sogar hier alle Gameboys. Echt cool gemacht. Schaut mal, Leute, die haben ihre eigene App. Die haben hier überall 20 Codes versteckt. Die muss man finden, scannen und dann nimmt man an so einem Gewinnspiel teil. Ich habe schon einen. Hä? Jetzt steht da auch 1 von 20, ja. Seht ihr das, Leute? Da läuft PvP. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Codes. Und einen Code finden wir auf dem Handy von dieser Dame, wenn wir erraten, aus welchem Spiel sie ist. Ich schreibe das unten in den Kommentare. Ich habe jetzt ein paar Leute gefragt auf WhatsApp. Mal schauen, ob die es wissen, weil ich habe keine Ahnung. So, genau, das war der Pixelcup. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich alles gezeigt habe. Aber das ist so ein Videospiel-Event. Pixelpokal, Alter, wieso sage ich immer Pixelcup? Wir waren dann sehr beschäftigt, alle 20 Codes zu finden. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Oh Mann. Ein Code war unter den Controllern versteckt. Darauf musst du erstmal kommen. Ich bin natürlich drauf gekommen. Aber war auf jeden Fall sehr lustig, wie gesagt. Ich habe zwei Shirts gewonnen. Also Shirts oder Jacken, was auch immer. Ich habe mir die hier genommen und so ein Super Mario Shirt. Als hätte ich nicht schon genug Shirts. Aber die Jacke ist halt echt geil. Und Amar hat mir halt dieses Ticket gesponsert. Vielen Dank, Amar. Man konnte auch noch sozusagen alle Ligen, also alle Spezialisten besiegen. Da gab es so einen Sammelteil. Da konnte man 5 Stempel sammeln und dann an weiteren Gewinnspielen teilnehmen. Also sehr coole Sache. Zum Beispiel in den Tekken-Raum gehen und einen Tekken-Typen besiegen. Da war ein krasses Tekken-Turnier, Tekken 7. Und ein krasses Smash-Turnier. Das Finale habe ich mir gegönnt. Gewinner hatte 5.000 Euro gewonnen. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube 1.000 oder 5.000. Ich glaube 5.000. Pokémon Go war auch dabei, wie gesagt. Kollege Amar. Ich habe schon über ihn geredet in meinem Deutschland-Tour-Video über Hannover. Der engagiert sich sehr für die Community dort. Versucht auch den Leuten PvP näher zu bringen. Hat da jetzt so ein Arena-Orden-System, Arena-Leiter-System gestartet. Hat sogar richtig geile Pins. Es gibt 8 Orden, 8 Arena-Leiter. Jeder von denen hat 2 Helfer. Erst muss man die 2 Helfer besiegen und die helfen dir halt dabei, herauszufinden, was gut gegen den Arena-Leiter und so ist. Also so echt zum Kennenlernen und dann musst du gegen den Arena-Leiter antreten, sammelst alle 8 Orden und dann wirst du da irgendwie irgendwo eingeladen. Und auch zu diesem Cup wurden jetzt die besten 8 von irgendwas PvP-mäßig dort in Hannover eingeladen. Die anderen 8 wurden irgendwie ausgewählt. Die sind dort dann auch angetreten. Finale könnt ihr da irgendwo dann, wenn ich es finde, verlinken, falls sich jemand für PvP interessiert. Ansonsten blende ich hier noch ein paar Bilder ein von der Location, die mir Amar noch geschickt hat und von den Preisen und so. An sich eine echt coole Sache. Ich habe, wie gesagt, ich habe das auf Instagram gepostet und eine Menge Feedback bekommen. Also, ja, wieso auch nicht? Ein cooles Event, Videospiele. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und am Sonntag wollten wir in den Zoo in Hannover, weil der scheint irgendwie echt gehypt zu sein. Echt sehr berühmt, sehr krass. Problem, es hat irgendwie 27 Euro gekostet. Das hat uns leider abgeschreckt. Ich komme nochmal hin, wenn ich irgendwie einen Bonus, einen Gutschein oder so habe. Oder wenn ich krasser Influencer bin. Und dann melde ich mich bei denen, yo, bin krasser Influencer, lass mich umsonst rein. Aber 27 Euro war echt sehr abschreckend. Vor allem, wir waren ja nicht den ganzen Tag am Sonntag noch da. Das wären 3-4 Stunden gewesen. Das war uns die 27 Euro nicht wert. Vielleicht ein anderes Mal, wenn wir den ganzen Tag dort sind oder so. Oder wie gesagt, wenn es irgendein gutes Angebot gibt. Aber ich bin wieder da, Leute. Mein Fehler. Ich hab das Kabel vergessen. Richtig leid, 3 Tage ohne Videos. Ja, was soll ich sagen? Willkommen zurückkommen. Ich wollte jetzt sagen, diese Woche geht's weiter fleißig mit Videos, aber
Morgen Abend fängt der Staubbonus an und ihr wisst, ich will reinballern, ich will so viel Staub machen. Vielleicht leiden die Videos wieder drunter. Aber ich versuche mindestens ein Video, so wie immer, euch zu geben. Oh, ansonsten, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Meins war ganz witzig. Vielleicht noch eine kurze Storytime. Ich habe heute den Zug verpasst. Ah ne, schaut auf Instagram vorbei, da erzähle ich die Story. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anomies ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.